zusammen. Hi, everybody. Ich wollte heute mit euch mal ein Unboxing-Video machen. Also, ihr kennt ja Leute, die Videos machen, wo was auspacken. Ich habe das noch nie gemacht und wollte das auch schon immer mal machen. Da dürft ihr mal dabei sein. Also, ich finde es halt lustig. Okay, ich habe hier einen Bilderrahmen. Der ist jetzt 13 auf 18. Also schön dick. Und jetzt packen wir das gute Stück mal aus. Hat sogar ein Passepartout dabei. So, machen wir das hinten mal auf. Tada! Also hier habt ihr was, dann, ihr könnt den aufstellen, ne? Wenn ihr möchtet, oder an die Wand hängen. Holen wir das mal raus. So, das ist hier die Folie. Ja, was heißt Folie? Ist so Plexiglas. Ist da kein Glas mehr heute. Hat ja aber praktisch auch noch eine Schutzfolie hinten drauf. Am besten nicht so arg anlangen. Das kann man entfernen. Und ihr habt halt noch einen schönen Passepartout-Rahmen dabei. Das fand ich halt gut. Ich habe das bei diesem, ja, ich sage jetzt mal, schwedischen Einkaufshaus gekauft. Piep. Okay. Die Folie müsst ihr aufpassen. Und zwar da, wo es glatt ist, ist nicht die Folie. Was mal auch, zerschen wir das mal. Ich glaube hier, wo es etwas rauer ist, ist hinten die Folie. Ja, da seht ihr es hier. Aber ich lasse jetzt einfach mal dran beim Gießen und gieße mir hier ein schönes kleines Bild drauf. Am besten nicht zu so viel Farbe, dass es nicht so dick wird. Und da könnt ihr jetzt zuschauen, wenn ihr wollt. Dann würde ich sagen, ich bin gleich zurück, bereite das geschwind vor. Dann bis gleich. So, ich habe mir jetzt hier was ausgesucht. Ich habe einfach vier Becher genommen, weil es halt doch sehr leicht und instabil ist. Und wenn ihr da was Schmales habt, könnt ihr es leicht runterkippen. Deswegen die vier Becher, das passt. Schaut, dass die Folie, wie gesagt, unten ist, ne, dass ihr das drauf malt, danach mit der Folie die Farbe damit abzieht. Wäre nicht so toll. Okay. Ich habe mir angemischt Silber, Gold und dann will ich irgendwas noch für den Kontrast haben. Da weiß ich noch nicht, was ich nehme. Ich habe hier mit Türkisgrün und habe hier Magenta. Einfach nur für den Kontrast. Es ist natürlich ein sehr kleines Bild, 13 auf 18, sehr filigran. Also man sollte das Bild nicht zu überladen, aber ein bisschen ein Effekt soll natürlich schon rauskommen. Aber ist egal, ich habe zwei Rahmen, werde auch zwei Bilder machen. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Farbe angemischt. Okay, angemischt habe ich es mit diesem Isle of Art Vinylkleber. Habe mir dann von diesem Caramba-Spray Silikon hier abgefüllt in den Becher. Ich hoffe, es ist genug. Ich werde nämlich nur einen Tropfen reinmachen. Und zwar einen Tropfen in Türkisgrün und einen Tropfen in Magenta. Schau ich mal, dass ich das hinbekomme. Ja. Zack. Zack. Fertig. So. Haben hier auch noch kleine Becher, weil einfach, ja, wenn man Flip-Tab macht, bei so kleine Becher ist es selber. Schauen wir mal. Süß. Ein bisschen dreckig schon, aber egal. Ups, ja, okay, spritzt ziemlich. Silbergold ist mal die Hauptfarbe. Jetzt rühre ich geschwind nochmal das Silikon um. Okay, ich denke mal, ich würde anfangen mit dem Türkisgrün. Gar nicht so viel.
nur rein für den Kontrast. Jetzt schmeißen wir das hier drauf. Okidoki. Ich warte jetzt geschwind mal, bis die Farbe runtergelaufen ist. Mache ich vielleicht ein bisschen Silber außenrum. Hier mal ein bisschen Gold. Dann würde ich sagen, ich lüfte mal das Geheimnis, ziehe den jetzt einfach mal so rüber. Okay. Ich nehme jetzt hier noch mehr Silber. Mich reizt das Magenta. Ich mache einen Ticken Magenta rein. Nun, Schuss. Fertig. Und vielleicht noch ein bisschen Türkis. Also wie gesagt, die Hauptfarben sollen ja Silber und Gold sein. Dann kommt natürlich erst richtig raus, wenn das dann getrocknet ist. Aber... okay. Den schmeiße ich jetzt hier drauf, fast daneben. So, Delle. Fahr den jetzt aber auch wieder so diagonal drüber. Und dann können wir es eigentlich fast schon laufen lassen, weil zu viel Farbe ist auch nichts. Muss ich mal schauen. Das reicht schon. Und ein bisschen Silber. Gold ist auch schon genug. Okay, jetzt lassen wir es mal laufen. Ich halte die Farbe ein bisschen auf mit den Fingern, damit wir nicht so viel verlieren. Weil wir haben ja keine Ränder, wo es runterlaufen soll oder muss. So. Und da ist das gut jetzt, dass es unten halt noch eine Folie hat, die man nachher sauber abziehen können. Schön, jetzt habe ich das Magenta schön in der Mitte. Nur noch zubekommen. So. Fluppdiwupp, jetzt seht ihr wahrscheinlich auch was. Vorher war es wahrscheinlich noch ein bisschen. Okay, am Rand ist nicht so schlimm, wenn es nur am Rand ist. Weil ihr habt ja das Passepartout noch, wo noch drauf kommt. Okay, jetzt wische ich geschwind meine Finger ab. Ihr müsst halt jetzt aufpassen mit dem Erhitzen, ganz klar. Ihr habt eine ganz dünne Plexiglasfolie. Die sollte sich natürlich nicht verbiegen durch die Hitze. Also sowieso nur ganz kurz drüber. Ich finde sowieso eigentlich nur, dass ich die Luftbläschen rausbekomme. Dass ich da... Zellen bilden habe ich keine Angst, das funktioniert sowieso. Meistens dann eher zu viel.
Aber ich habe jetzt wenig Silikon rein. So, jetzt suche ich meinen Brenner. Da ist er. Na, ich gehe kurz mit dem Brenner drüber, nur ganz kurz. Zack, fertig. Ich denke mal, die Luftbläschen habe ich soweit raus. Und ihr werdet sehen, es wird jetzt noch ein bisschen nacharbeiten wieder. Schauen wir hier vielleicht mal. Nee, aber das passt so, das lasse ich so. Sehr gut. Jetzt nehme ich die auf zwei Becher drauf. Ich weiß nicht, ob es noch ein Bild ist. Nur aber damit ich ringsrum frei habe zum Trocknen. Nur dass ihr das seht. So. Jetzt hole ich mir die andere Platte her. Das ist unten, ich muss echt schauen, dass die Folie auch wirklich unten ist. Und sollte natürlich auch sauber sein, aber gut, ich mache es jetzt unten dreckig. Da ist ja das Gute, dass wir die Folie haben. So, jetzt bin ich am Überlegen, aber ich werde, nehme mal da einen neuen Becher, auch dabei bleiben, dass ich mehr Silber und Gold mache. Ich fange jetzt mal mit Gold an. Mache einen Ticken. Ich glaube, ich mache in diesem. Ja, ich bin echt am Überlegen. Türkis oder Magenta? Hilfe! Ach, so wie es rauskommt, mache ich wahrscheinlich doch wieder beides. Nur ein Tropfen. Und das Silber schön von oben, dass ich es ein bisschen vermischt. Und nein, ich lasse Magenta weg. Okay, ich schmeiße ihn drauf. Mache es vielleicht diesmal andersrum. Mache es hier. Machen wir jetzt aber noch einen Becher. Da kann ich ja diesen nehmen, wo ich schon benutzt habe. Stückchenweise. Gold, Silber. Dann haben wir Magenta rein. Ein Kopf von Magenta. Naja, genau. Wieder Gold und Silber drauf. So. So, noch ein bisschen Gold. Okay. Da lasse ich den jetzt hier. Noch ein bisschen Muster rein. Jetzt kommt Magenta. Und da kommt sogar noch Grün mit raus. Egal. So, ich lasse ihn jetzt aber mal neben dran laufen. Habe ja eh nicht so viel Farbe hier drin. Und habe da eh nur ein bisschen Türkis drin. Mach wieder Gold. Silber. Mach jetzt vielleicht hier mal ein bisschen mehr Magenta rein. Na, ja, Magenta. Türkis für, Entschuldigung. Noch Silber. Schmeiß den jetzt auch hier wieder hier drauf. Lass den dann aber so. Ja, lass. Nee. Ja, nee. Nee, ich lass ihn auch wieder so runterlaufen. Ich werde vielleicht dann ein paar Akzente setzen mit Türkisgrün, also purem Türkisgrün.
und purem Magenta einfach dünne Linien ziehen. Und schauen wir mal, was bei diesem Bild rauskommt. So. Dann würde ich sagen, ziemlich viel Türkis. Passt auf, ich mache das jetzt schon mal, dass wir hier. Ich fange halt immer von außen an, lass ganz schnell drüber laufen, dass ich wirklich eine Linie habe. Aber sonst habt ihr genau so was Breites hier, das sieht eigentlich nicht so toll aus. Und dann machen wir hier noch ein Quer drüber. So, jetzt lassen wir es laufen. Wieder schauen, dass wir hier nicht so viel Farbe verlieren. Okay. Jetzt kommt dieses Muster auch mit rüber. Okay. Ja, hier haben wir doch viel Türkisgrün. Aber so schlecht auch nicht. Weil da ja Silikon drin ist. In diesem Magenta. Und da es wahrscheinlich wieder schöne Zellen gibt. Ja, ich finde trotzdem cool. Ich muss jetzt bloß aufpassen, wie gesagt, man hat ja ein Passepartout außenrum. Die Ränder werden wir nicht so sehen. Darum lasse ich dieses Magenta jetzt noch ein bisschen in die Mitte laufen. Wird es auch noch ein bisschen breiter. So. Wahrscheinlich besser. Genauso wie dieses hier. Ja gut, okay, man kann nicht alles haben. Okay. Dann noch leicht erhitzen. Dann stelle ich beide rüber und dann zeige ich euch beide dann mal von nahem danach, wenn es fertig ist. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich werde jetzt hier diesen Magenta-Streifen erhitzen. Diese grüne natürlich und hier leicht drüber fahren. Seht ihr? Ansonsten gar nicht so viel. Ja, das reicht. So, jetzt werde ich mir noch mal. Aha, keine Becher zur Hand. Egal. So, ihr seht, wie die Zellen kommen. Jetzt habe ich viel mehr jetzt bei diesem anderen. Ich zeige euch einfach den Unterschied. Passt auf, ich stelle das jetzt mal so hin. Und nehme mir das andere Bild, dass ihr einen Vergleich habt, wie der Unterschied sich ergibt. Im Prinzip gleiche Farben alles, aber ihr könnt ja mal sehen, kein Bild wird wie das andere. Okay, ich würde sagen, ich lasse es kurz mal einwirken, weil ich denke mal, hier wird es noch ein bisschen nacharbeiten. Und das ist mir fast schon wieder zu stark. Man ist natürlich Geschmackssache. Das gefällt mir fast wieder besser, weil einfach hier nur vereinzelt Zellen hat. Okay, weil halt ich natürlich dieses Magenta pur drauf gegossen habe und das Türkis, hier war ja alles vermischt. Aber das sieht jeder, wie man spielen kann. Okay, dann würde ich sagen, ich lasse kurz einwirken, zeige es euch dann von daheim. Dann bin ich gleich zurück. Okidoki, ich bin zurück.
Jetzt zeige ich es euch mal von nahem. Fangen wir einfach mal mit dem ersten an hier. Also seht hier, wenig Zellen, natürlich auch nur leicht erhitzt. Kamera flackert schon wieder, okay. Aber diese große Zelle hier, die in der Mitte, das gefällt mir gut. Und das zweite Bild, jetzt den Unterschied einfach, auch von den Zellen her. Aber kommt natürlich auch gut. Hier auch, ne? Okay. Gut. Ich werde es jetzt trocknen lassen. Bin dann wieder zurück. Ich bin noch am Überlegen, das mache ich dann, solange es trocknet, was ich mache. Ob ich es so lasse, ob ich einen Glanzlack drauf mache oder vielleicht sogar Harz drüber gieße. Das schaue ich mir dann an, wenn es trocken ist. Das zeige ich euch aber dann. Und dann würde ich auch wieder sagen, bis gleich. Jetzt sind die Bilder getrocknet. Ich habe mir ja überlegt gehabt, ob ich einen Glanzlack drauf mache oder beziehungsweise mit Harz übergieße. Aber ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Es sieht leicht metallic aus, also matt metallic. Das finde ich richtig cool und das werde ich dann auch so lassen. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Das glänzt halt richtig schön, aber ein matter Schimmer, wie soll ich sagen, ja. Matt, aber es glänzt, oder es wirkt metallisch, sagen wir es mal so. Okay, das sind die zwei Rahmen. Jetzt wollen wir die Bilder einfach fertig machen. Ich habe ja hinten die Folie dran gelassen, weil ihr habt ja meistens von den Becher oder sonst wo, also ich zumindest von den Becher, wo ich das dann ablege. Drauf, und wenn ihr dann die Folie abzieht, habt ihr wieder schön sauber hinten. Nur da, wo ich es schon abgezogen hatte, weil ich es euch ja zeigen wollte, da wird natürlich ein bisschen Farbe dran, aber ist nicht so schlimm. Sehen tut man es ja nicht. Okay. So. Also ich finde es, wie gesagt, ganz cool geworden. Das sind ja so Plastik, Plexiglas dünne. Jetzt werden wir es machen, weil ich habe hier noch ein schönes Passepartout. Werden wir das Bild reinlegen. Ist eigentlich egal wie rum. So. Dann kommt das natürlich nach hinten. Ganz rein. Und dann habt ihr wieder solche, ja, Metallstifte, die wir dann wieder reindrücken. So, und so sieht das Bild dann nachher fertig aus. Und da muss ich sagen, durch dieses matte Passepartout passt dieses matte Bild dann eigentlich auch wieder schön dazu. Ja. Okay, die Rahmen haben natürlich Haken dran, da könnt ihr es aufhängen. Oder ihr könnt es natürlich auch nur, was ich ganz geschickt finde jetzt, weil es einfach ein kleines Bild ist. Da könnt ihr es schön hinstellen, irgendwo. Auf eine Vitrine, auf ein Schränkchen, wie auch immer. So, und das zweite noch natürlich auch noch. Schauen wir mal, wie das wirkt. Schön drin. Das unten, ja, das würde ich gern oben machen. Dann mache ich das, drehe ich das mal um.
Also gefällt es mir besser. So. Ich finde, das ist eine schöne Geschenkidee, oder? Natürlich auch für jeden selber. Na? Schimmert richtig schön. Und wie gesagt, ihr braucht ja nicht unbedingt eine Schutzschicht drauf machen oder mit Harz gießen, weil im Prinzip ja Acryl selber auch ja eine wasserdichte Schicht gibt. Und dann passt das auch. Cool. Also mir gefällt's, ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ich bin im Bild. Da werde ich mir überlegen, vielleicht auch öfters noch was zu machen. Also nicht nur so, auch vielleicht für meinen Job gerade. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen, der das dann als für sich oder als Geschenkidee dann käuflich erwerben kann, sagen wir es mal so. Okay, cool. Also gut, dann war es das wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und gerne ein Abo dalassen, wer möchte. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, hat mich gefreut. Schön, dass ihr da wart. Danke fürs Zuschauen. Also bis dann, macht's gut. Tschüss, bye.